Und Hallöchen zu einer weiteren Folge. Jo, vorher hat man mit einem Bakterium die Menschheit ausgerottet. Es war zwar auf leicht, auf normal. Jetzt werden wir ein Virus nehmen. So, der folgende neue Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Rückentwicklung in Einzelspieler. So, hier haben wir keine, hier haben wir nichts, haben wir nichts, haben wir nichts, da haben wir was. So, Bonus DNS für Rückentwicklung wird eingebaut. So. Jetzt starten wir mal auf normal. Jo. Ja, wie nennen wir dieses Virus? Nennen wir das? Nennen wir es mal Kim. Kim. So. Wenn wir schon ein Virus sind und Kim heißen, wo werden wir wohl reinkommen? Du bist eine neue Krankheit, um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln, um dich auf der ganzen Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Stadtgebiet wählen. Das kann man ja. So. Korea. So. Kim befällt Korea. Kim hat den ersten Menschen infiziert. Status. Schwach und nicht spezialisiert. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Okay. So. Tipp. Virus-Krankheitstyp. Kim ist ein Virus. Ein Virus unterliegt willkürlichen, schnellen Mutationen und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Eine Rückentwicklung kostet DNS-Punkte. Aber wir haben ja eine Fähigkeit, dass wir dann auch eine Rückerstattung dort bekommen. Also schon mal vorteilhaft. Wir werden uns jetzt quasi sehr schnell mutieren. Da müssen wir uns aufpassen mit der Ausbreitung. So, Kim beginnt sich auszubreiten. Kim breitet sich in Korea von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. Jo, das kennen wir ja. So. Koreanische Grenzsoldaten planen Streik. Na, das wäre mal was. 50.000 Grenzsoldaten drohen in der ehemaligen entmilitarisierten Zone aufgrund von schlechten Behandlungsaussichten damit zu streiken, um den Verkehr lahmzulegen. So, das kennen wir ja auch schon aus der Runde davor, mit den orangen Blasen zum Zerplatzen bringen, damit wir DNS-Punkte kriegen. So, um mehr Länder zu erfahren, klicken Sie auf die Ländernamen am unteren Rand des Bildschirms, um das Landmenü zu öffnen. Jupp, das brauchen wir ja nicht. So, Kim hat hunderte von Menschen infiziert in Korea. So, Schlafstörung. Ich will noch nicht erkannt werden. So, kostet mir. Ein Punkt kostet mir das. Aber ich will noch nicht entdeckt werden. Keine Schlafstörung. Kim wurde erfolgreich weiterentwickelt. Wurde es gar nicht. Ja. Schnell wieder umgekrempelt. So. Fähigkeiten. Arzneimittelresistenz. So. Gehen auf Luft. Virus mag die Luft übertragen. So, infiziert Tausende von Menschen. Kimi, du schaffst es. Ich glaub an dich. Oh, 12 Punkte. Reichet ihnen ein Taschentuch. Hustensymptomen. Nein, ich will's noch nicht. Das kostet mir schon 2 Punkte. Es wird immer teurer. Das zurückentwickeln. Aber ich darf noch nicht entdeckt werden. Ich darf es einfach noch nicht. So, anstecken als Tuberkulose. Die rotten mich sonst ruckzuck aus. So, Fest der Liebe in Russland. Oh, wunderschön. So, Übertragung. Ich gehe mal auf die Piepmetze. Luftangriff. So, sehr großer Vogelzug erwartet. Ja, das passt ja. Experten beobachten eine versteckte Auftreten von Vogelwanderungen. Die fürchten, dass die Vögel von Krankheit zwischen den Ländern verbreiten können, wenn sie infiziert sind. So welche Meldungen kann man auch immer gut ausnutzen, aber das war jetzt wirklich Zufall gewesen. So, wieder husten. Also 3. Der nächste 4, immer so weiter.
Die Rückentwicklung. Eieieiei. Oder diese Fähigkeit hätte ich schon das Vielfache ausgegeben. Ich glaube, das Doppelte. Die Rückentwicklung. So. Ah, jetzt ist das Husten schon wieder da. Okay, wir lassen es. Kim infiziert weitere Länder. Dann lassen wir das Hustenhemd. Beim Virus muss man ja so ein bisschen aggressiver vorgehen. Weil Niesen. So, ich wurde entdeckt. So, Arzneimittelresistenz 26. So, das Weltmenü enthält nützliche Daten. Jo. So, Arzneimittelresistenz. So, neue Gesundheitsrichtlinie für reiche Länder. Wohlhabende Länder haben neue Gesundheitsrichtlinien verabschiedet, die sie weniger anfällig gegenüber Krankheit macht. Tja, das passt ja. Ich bin zum Beispiel jetzt resistenter. Ansteckender als AIDS. Da habe ich euch auch schon zuvor gekommen. So, Immunsuppression. Also ich bin schon tödlich. Erster Todesfall in China. Kältewiderstand und Wärmewiderstand kommt auch gleich auf. 14 Punkte bräuchte ich. Mal kurz Pause machen, das sind viele Punkte. Ah, passt ja. So, Wärmeresistenz. So, Übelkeitssymptom. China schließt Flughäfen. Übertragung immer ins Wasser. Ich muss in Grönland reinkommen. Irgendwie. Haha, perfekt. So, Kim auf Beobachtungsliste gesetzt. Kim wurde von der WHO Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. So, Indonesien bei Heilmittelforschung führend. So, ja, Tipp, zerstöre die blauen Gesundheitsblasen. Das kriegen wir hin. Wir brauchen mehr Luftwaffe. So, Vögel auf 2. Befallene Hirngewebe bei Vögeln führt dazu, dass diese andere Arten angreifen. Erhöht Mutation, Ansteckungsgefahr, Übertragung über Land. So, Fieber. So, Ereignis außergewöhnliche Vogelwanderung. Jetzt kommt die Luftwaffe. So, Vögel wandern in großen Gruppen, wenn sie einer Krankheit infiziert sind. Können sie über weitere Distanzen hinweg neue Länder tragen. So, das dürfte jetzt hier... Kim tötet rasant. So, ansteckender als die gewöhnliche Grippe. So, da ich jetzt in ärmeren Ländern auch drinne bin. Da einen kleinen Bonus geben. So, Blutarmut wurde entwickelt. So, vollständiges... Nein. Das geht mir zu rasant. Das zurück. Das wird noch nicht gemacht. Das rottet mir meine Wörter aus. Das rottet mir die Wörter aus. Mehr Tote als durch die Pest. Rotläsion, Symptom mutiert. Aua. Hier, das ist übel. Ein Zerfall des Epidermis verursacht große offene Wunden, die Ansteckungsgefahr deutlich erhöhen. Das ist so eklig. Das mit Nekrose in Verbindung. Oh, große Mengen an infizierten Gewebe werden nicht mehr durchblutet und verursachen Gangäne. Verwesene Leichen dienen weiter als Überträger. Ah, okay, das können wir machen. Obwohl.
Bin ich schon gut verbreitet? Grönland, Kanada lässt mich doch nicht so richtig. Da bin ich nur 300.000. Ah, Nekrose, ich wollte das ja entwickeln. Jetzt haben sie sich selbst entwickelt. Okay, ja, in dem Fall perfekt. Dann gehe ich mal schnell auf Fähigkeiten, auf Kälte, Widerstand, Wärme, Widerstand. So, und umgebungsbedingte Verhärtung. Erreger entwickeln verhärtete Ummantelung, wird äußerst wasserresistent und kann in heißen sowie in kalten Klimazonen problemlos überleben. So, bekämpfe die Heilung. Jo. Aber brauche ich ja nicht so. Schwitzen, Symptom mutiert. Mehr Tote als... Ja, das ist jetzt ein Selbstläufer. Heilmittel 25%. Ihr seid tot, ihr wisst es nur noch nicht. So, Hämophilie-Symptom mutiert. So. Wo war das? Da war das. So, das System produziert Hemmstoffe, Immunsystem Hemmstoffe, Faktor 8 zerstört von Blutgrinsen, verhindert erhöhte Ansteckungsgefahr. So, innere Blutungen, wir machen mal die inneren Blutungen. Tumore? Ach, was soll's, Tumore, immer rein damit. So, die gesamte Menschheit ist infiziert. Ja, jetzt war's das mit euch. Mehr Menschen als durch Pocken, Tod. So, Schlafstörungssystem mutiert. So, du wirst mal ein bisschen instabiler. So, wird instabiler, die Mutation wird erhöht. So, Norwegen beginnt zu zerfallen. So, Heilmittel zu 25% fertiggestellt. Und das Erbrechen, also die ganzen Symptome, das haben sie sich quasi selbst jetzt entwickelt. Das Virus ist ziemlich aggressiv. Oh, wie viele Tote auf einmal. Oh, jetzt kommen die ganzen Kombos. Lungenentzündung. Oh, konnte man gar nicht so schnell lesen. Ich habe das nicht weggeklickt, das ging gerade selber von alleine weg, weil das so viele Krankheitskombos auf einmal ausgelöst worden ist mit Lungenentzündung, all so ein Zeugs. So, Lungenödem. Oder ein Durchfall. Ach, Durchfall ist mal ganz lustig. So, Durchfall. Ach, Organversagen. Einer mit. So, kein Mitleid. Wie viele Punkte brauche ich da? 3. Da haben wir sie schon. So. Dysenterie, ein vollständiger Zusammenbruch des Verdauungssystems führt zu Infizierung. Oh, meine Güte, die Menschen tun jetzt ein Leid, wa? Oh, Alter, ich bin hier überall drinne. So, aber die haben jetzt eh keine Chance mehr. 75% habt ihr mich schon geknackt. So, Arzneimittelresistenz hemmt Heilung. So, Moment. So. Versuch's nochmal. So, in ein Jahr seid ihr gegen mich gewappnet, aber ich bin schneller als ihr. Fähigkeitsstufe normal, das mag ja noch gehen. Später wird es nicht so leicht werden. So, Hämmer vor der Schock-Symptom mutiert. Kim hat den hämophoralischen Schocksymptome und ohne Genpunkte übertragen. Ja, und was, welcher Punkt waren das jetzt? Wo waren das? Da, das war das. Nein, nicht zurückentwickeln. Das haben die selber gemacht. Das war's. So, schwerer Blutverlust führt zu Sauerstoffmangel und Bewusstlosigkeit und Tod. Oh, die sind ja wirklich so dolle gepiept. Darf ich nicht sagen, sonst wird das Video gesperrt. So. Okay, Sieg. Kim hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. So, das ging ein bisschen schneller. Ich glaube, da war ich 300 Tage schneller gewesen. Aber ein Virus ist auch etwas aggressiver als ein Bakterium, ne? So. Russland kam ich wirklich schnell rein. Hat noch nicht mal 200 Tage gedauert. Und Husten kam mir zu schnell immer wieder rein. Das heißt, ich musste schnell auf Angriff übergehen. Mir blieb nichts anderes übrig.
Und wie schnell Amerika. Wahnsinn, wie schnell Amerika hier eingenommen war. Wahnsinn. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt. So, der Landbonus-Gentyp und der Pilz-Seuchentyp sind Einzelspieler entdeckt und freigeschaltet worden. Ah, der Pilz! Ja, der ist schön. Der ist interessant. Ich wollte eigentlich jetzt danach in der nächsten Folge das Bakterium machen, auf schwer. Aber der Pilz, oh, der Pilz, der ist super. Natürlich, ein Pilzinfektion erkennt man sehr leicht. Das heißt, ich werde auch schnell entdeckt. Aber der Pilz ist äußerst interessant. Der macht Spaß. Luftausbreitung ist da mein bester Freund. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit meinem kleinen Virus, mit dem kleinen Kimi. Der Name ist da Programm für Korea, finde ich. Und so. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Dann sind wir ein kleines Pilz. Die Sache ist, wie werde ich ihn dann nennen? Ich weiß es nicht. Nach Pfifferling? Ich weiß es nicht. Okay, in dem Fall, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao!